So, da wären wir wieder. Wo sind wir überhaupt? Wir sind hier unten bei dem Schleim. Da wollen wir aber auf keinen Fall bleiben. Denn die sind doch ein Ticken zu hart für uns. Nehme ich jetzt einfach mal so an. So, hier ging es zurück. Da geht es zu ganz vielen Schleim. Und was machst du hinter den feindlichen Linien? Hier hätte eigentlich keiner sein dürfen. Und genau deswegen bin ich auch zurückgegangen. So, genau hier. Hier sind wir nämlich schon mehrfach durchgelaufen. Das heißt, entweder ist hier irgendwo was aufgegangen und die ist rausgekommen, oder die ist von hier ganz hinten da rumgelaufen und ja, das glaube ich doch irgendwie nicht. Also stellen wir erstmal sicher, dass hier nicht noch eine irgendwo uns den Rückweg blockiert. Ah, bisher sieht's gut. Ah, ich höre wieder was. Hier nicht, rechts rum. Hier höre ich wieder nichts. Ne, das Getrippel wird wohl irgendwo von da gekommen sein, deswegen haben wir es hier gehört. Aber gut, also der Rückweg scheint frei zu sein. Das heißt, wir können wieder zu der Tür zurück, die wir gerade zugemacht haben. Und davor so lange schlafen, bis das Gift weg ist. Nicht gegen die Wand laufen so häufig, das tut dem armen Torum doch weh. Hier. So, schlafen. Ja, und dann geht's weiter mit dem Spinnentöten. Nicht wirklich sehr innovativ, aber was muss, das muss. Das ist ja mit das nervigste Level im ganzen Spiel. Jedenfalls für mich. So, darum. Darum. Haben wir noch genug Tränke? Ja, wir haben genug Tränke. Die Eier lasse ich mal da, damit die Spinnen drum rumlaufen müssen. Türen lasse ich auch erstmal so lange zu, wie es geht. Spinni, Spinni. Es hörte sich gerade nach mehr als 8 Paar Beinen an und da liegt ein Zettel. Hey! Ich dachte, es gibt hier keine Torum-Notizen. Ah, nicht in der Sackgasse. Aber es könnte ja auch ein stinknormaler Zettel sein. Das müssen wir gleich gucken. Erstmal musst du sterben. Das ging ja flott. So, Zettel. Zettel. Ich muss meinen Rücken im Auge behalten. Die Spinnen sind überall. Ja, das ist aber nicht von Torum. Schade. Aber ich habe es ja schon mehrfach gesagt bekommen, dass ich keine Notiz finden werde. Aber dass das auch so ziemlich das Einzige ist, was hier im Torum-Modus anders ist. Das hoffe ich ehrlich gesagt nicht. Das wäre nämlich ein wenig schade. Da hätte man sehr viel draus machen können. Oh, was machst du denn? Du machst Schutz... Also Ausweichen plus 5. Du machst Ausweichen plus 7. Das nehmen wir doch gleich mal mit. Also ja, es wäre schade, wenn wirklich nur die Notizen entfernt werden würden. Und nicht das Ende zum Beispiel ein anderer ist, weil man sich selber einsperrt oder die Axt früher findet. Solche Sachen halt. Das wäre echt cool gewesen. Na komm. Hier geht's lang. Aber kommt mir das nur jetzt so... Oh. Kommt mir das jetzt nur so vor oder läuft es besser als mit der ganzen Gruppe beim ersten Walkthrough? Irgendwie schon, ne? Hm. Ah, vielleicht habe ich mich einfach nur dran gewöhnt. So, die Türen sind alle zu. Ja, zu. Zu. Uah, oh. Die Tür war nicht zu. Ja, die Spinnen sind auch sehr gut drin, mich zu erschrecken. Keine Ahnung, warum das gerade bei den Spinnen so ist. Eigentlich habe ich mit denen im Real Life kein Problem, aber hier ist das irgendwie... Uah. So, zurück zu der Tür ganz unten. Die machen wir zu. Jetzt gehen wir mal hier hin und schlafen hier, damit wir noch genug Platz haben, wegzulaufen, wenn hinter oder vor uns eine Spinne spawnt. Aber ja, die spawnen ja nicht. Mhm. Irgendwoher kommen die trotzdem.
Das Gift ist ganz schön hartnäckig. Aber na gut, ein und zwei Schaden zwischendurch, das passt schon. So, hier hin. Oh, wir brauchen neues Licht. Zip, zip. Licht. Schild wieder in die Hand. So. Komm her, Spinni, Spinni. Oh, oh, zwei. Zwei sind nicht gut. Ja, obwohl, wenn wir genug Platz haben, sind auch zwei absolut kein Problem. Solange ich nicht falsch abbiege. Oder mit dem Rücken irgendwo reinlaufen. Wo bin ich hier? Oh, oh. Die Tür wollte ich gar nicht aufmachen. Geh zu. Wo ist die zweite Spinne hin? Ich glaube, da sind zwei rausgelaufen eben gerade. Da ist die zweite Spinne. So, Inventar lassen wir mal offen für den Heiltrank, den ich gleich schlucken muss. Bin ich mir ziemlich sicher, dass ich ihn schlucken muss. So, komm, 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 stimmt. Jo. Und wir haben keine Heilkräuter mehr, ne? Scheißendreck. Na gut, kann man nichts machen. Machen wir die Tür hinten ist zu. Ganz unten ist auch zu. Nee. Hä? Ah doch, die beiden sind zu. Gut. Dann können wir ungestört schlafen. Und gleich unser Level abmachen. Also wieder einfach alles stupide in die Äxte reinpacken. Aber trotzdem. Jedes bisschen hilft. So. Zack. Und wir kriegen Stärke plus 1. Und das war es erstmal. Wupp, 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 wupp. Aber jeder Punkt Stärke ist mehr, das wir tragen können, ist mehr Schaden, ist super gut. Also, zack. Zack. Liegt hier irgendwo was rum? Nee. Hier auch nicht. Ja, ich habe das, glaube ich, erst ein, zwei Mal gehabt, dass da, wo wir die Eier zerstört haben, was lag. Das kann aber auch Zufall gewesen sein. Aber trotzdem gucke ich deswegen jetzt immer auf den Boden, wenn ich so ein Ding kaputt mache. So, was haben wir hier? Spektralrelais. Ach, da musste die Kugel in das Ding da reinfliegen. Und vorher müssen wir da was rauflegen. Okay. Und wir sind auf der anderen Seite. Sehr schön. Das heißt, was haben wir hier? Ein Helm plus 4, ein Helm plus 4. Na gut. Den haben wir auch schon was Besseres. Und ein Langschwert brauchen wir auch nicht wirklich. Und den hatten wir da schon hingeworfen. Ja, aber wir haben jetzt schon mal eine Abkürzung zum blauen Kristall. Das ist sehr praktisch. Wir gucken mal, was hier so ist. Das wird sich ja ein bisschen für ein Secret anbieten, auch wenn es ein recht billiges Secret wäre. Nö, scheint es gewesen zu sein. Also da geht's runter, aber nicht hin. Die Tür aufzukriegen ist ein Secret. Und da ist noch was. Die Fallgruben haben wir, glaube ich, schon getestet. Hm, bleibt nur noch der Raum da ganz oben. Bei wie viel Secrets sind wir jetzt eigentlich? Statistiken bei 16. Einer fehlt noch auf dieser Etage. Da müssen wir nochmal gucken, wo der ist. Vielleicht ja da oben. Nö. Richtig, hier. Jo, sah gut aus. Keine Spinnen, das ist noch gleich viel besser. Und was haben wir hier drin? Heilkräuter, das ist schon mal sehr schön. Feuerbomben ist auch okay. Das Fleisch können wir gleich essen. Schock brauchen wir nicht. Ah, hier ist die Formel für die... was auch immer. Wir sollen einen zerstäubten Grimcap, das sind die Dinger da, mit einer Witchflower zusammen kombinieren.
Dann fehlt nur noch eine Ingredienz, was auch immer das ist. Also probieren wir einfach mal das hier. Mit Witchflower. Witchflower haben wir noch gar nicht. Das müssen wir uns dafür später merken. So, erstmal machen wir jetzt noch zwei Heiltränke. So. So. Ah, aber die dritte Ingredienz wird nicht die Flasche sein. Das ist, glaube ich, dann die vierte. Sondern irgendein anderes Kraut. Und da es nicht allzu viele Kräuter gibt, probieren wir einfach mal wild rum. Sobald wir die Witchflower haben und dann passt das schon. Also ich hatte ja immer gedacht, das wäre ein Rezept für Bomben. Weil ich es halt aus Dungeon Master kenne. Aber es könnte auch der Geschwindigkeitstrank sein. Obwohl, dafür hatten wir, glaube ich, ein extra Rezept gefunden. Hm, na gut. Also, ein Secret fehlt. Da ist ein blauer Kristall, da ist ein Einsturz. Na, das wird wahrscheinlich dann hier hinter sein. Wie kriegt mir die Tür auf? Da war gar kein Schloss, oder? Doch, da war eins, und zwar ein goldenes. Speichere ich mal kurz. T10A. Kling. Und schwere Schuhe. Schwere Schuhe wollen wir auf keinen Fall anziehen. Und eine Knofferkeule. Ja, ich knoffer dich. Das hatten wir schon mal. Aber gut, das heißt, diesen goldenen Schlüssel müssen wir auch hier verbraten. Sonst kriegen wir den Secret halt nicht. Und es soll ja ein 100% Run sein, also brauchen wir alle Secrets. Auch wenn wir den goldenen Schlüssel jetzt ganz gut hätten gebrauchen können für ein, zwei Etagen tiefer, um das erste Buch zu bekommen. Aber sei es drum. So, runter geht's. Wir haben unsere Secrets auf dieser Etage erfüllt. Und hier passierte gleich was ganz Böses. Oh, umso besser. Nee, komm. Da sortieren wir vorher noch ein bisschen aus und sortieren wir um in unserer Rumpelkammer. Und dann gehen wir erst darunter. So, was sortieren wir denn mal aus? Ich glaube, ich nehme ein paar Ressourcen mit. Wie viele Frostbomben haben wir? Eine. Eine ist ganz schön wenig. Giftbomben sind auch nicht wirklich viel. Also ja, die Feuerbomben nehmen wir mit. Essen brauchen wir nicht unbedingt so viel. Und schon gar nicht die Grimcaps. Was haben wir hier? Bluttropfen? Nee. In der Kiste war nur Gedöns. Gedöns können wir auch eigentlich gleich hier. So, so. Das heißt, hier kommen dann mal Sachen rein, die zwar eigentlich unwichtig sind jetzt noch im Spielverlauf, aber die ich irgendwie ganz interessant finde. Also Edelsteine, Schätze und die ganzen Schädel zum Beispiel. So, das ist Kiste Nummer 1. Kiste Nummer 2 hat die Ingredienz, ist okay. Packen wir die anderen Kräuter auch nochmal rein. Und die Grimcaps, die wir auch für den einen Trank brauchen. So, was haben wir hier drin? Grimcaps. Ja, dann packen wir die Grimcaps doch lieber in den Sack zu den anderen. So. Also Grimcaps, Schädel, Edelsteine und Schätze. Und hier war einfach nur Essen auf dem Boden. Das kann doch so liegen bleiben. Der Sack ist leer. Kann auch hier bleiben. Und die Kiste hat alchemistisches Zeug. Das packen wir mal dahin. Jo, wirklich viel aussortiert haben wir auch nicht. Und die einzigen verschwendbaren Ressourcen, die wir dabei haben, sind die Feuerbomben. Und ich weiß nicht, was da unten jetzt gleich passierte. Also ich glaube, an den Seiten ging irgendwas auf und greift uns an. So sehen die Wände jedenfalls aus. Aber gut, machen wir erstmal hier einen Cut. Speichern ab. Und in der nächsten Folge gucken wir, was uns da erwartet. Na gut, dann bis in ein, zwei Tagen. Bis dann. Obwohl, kurzer Break. Vielleicht mache ich doch morgen auch schon wieder eine Folge. Denn es wurde ja auch danach gefragt, ob ich nicht ein paar mehr Folgen produzieren könnte, obwohl es auch ein Nebenprojekt ist. Und ich weiß nicht, was wirklich dagegen spricht. Also vielleicht schon bis morgen. Bis dann.